Wir machen All-In, Jackpot, Case Opener gleich in der ersten Folge. Yeah. Alright, Leute, willkommen zurück zu einem kleinen Case-Clicker-Alternative, nämlich Case Opener. Ist, glaube ich, eines der zweitbeliebtesten Case-Clicker-Spiele auf Android oder allgemein auf den ganzen App-Stores. Im Prinzip ist das ja Case-Clicker, ne? Nur mit Cases und Waffen, die man ziehen kann. Und allgemein, die Grafik ist besser, muss man sagen. Die Grafik ist um einiges besser als bei Case-Clicker, finde ich. Es ist irgendwie besser designt. Wir haben unseren ersten, aber die Cases hat man alle von Anfang an, das heißt, es gibt nichts zu sammeln. Was ist ein Mystery Case? Du hast zwei Kisten, okay, wir machen's mal. Unlocking Container und roll it. Oder wäre fast das Knife gewesen, nicht die Radiation Headset, danke. Ach, come on, der Teampreis 118 Dollar. Okay, die Preise sind auf jeden Fall, glaube ich, höher. Was haben wir hier noch? Machen wir mal Cobblestone. Cobblestone hat mir mal gefallen. Da ist nur die Dragonlord drin, die geil ist. Der Rest ist scheiße. Ja, 4 Cent, ja. Super. Wir können sogar Jackpot spielen. Kann ich schon irgendwas machen mit meinen Items? Wahrscheinlich nicht. Aber es gibt deutlich weniger Souvenire. Guckt euch was an, wie wenig Souvenirs es gibt. Die ganzen anderen fehlen anscheinend. Gebt mir ein rotes Item, gebt mir ein rotes Item. Oh, das fühlt sich so an, als ob man wieder Case-Clicker von Anfang spielt, oder? So, als ob man das erste Mal Case-Clicker startet und die ganz ersten Cases aufmacht. Nur, dass man hier kein Geld sammeln muss. Man hat seine Items, man muss nur Cases öffnen. Nimmt ein bisschen so das Gameplay weg. Es gibt nicht mehr so viel zu tun, finde ich. Ich glaube, dafür sind die Preise realistischer. Wenn man hier eine Fire Serpent zieht, ist das, glaube ich, um einiges mehr wert als das, was ein Case-Clicker ist. Case-Clicker versucht so ein bisschen Balance zu haben, damit man nicht Items sieht, die ultra teuer ist und dann hat man alles von Anfang an. Aber letztendlich habe ich sowieso schon alles in Case-Clicker fast und da kann man auch ruhig die Preise so machen, wie es auch im Echten ist. Und die Dragon-Tattoo, okay, für 5 Dollar. Bei Case-Clicker kann man sich Werbung angucken und dadurch Bonus-Items kriegen. Hier kriegt man Werbung direkt in den Screen reingedrückt. Na gut, das Spiel muss sich finanzieren, muss man halt damit leben, ist ja auch auf YouTube auch so. Wir kriegen aber unsere ersten Achievements. So, jetzt will ich aber Jackpot. Was können wir hier noch machen? Das Spiel ist vom Umfang geringer. Wie gesagt, Grafik ist geiler. Es sieht alles so ein bisschen irgendwie designter aus. Okay, wir gehen mit unserer Radiation Hazard. Wir machen All-In, Jackpot, Case Opener gleich in der ersten Folge. Yeah, ich trau mich. Was, man kann nur 5 Items reinlegen? Okay, Beiträge. Es rollt. Natasha the Klatscher kommt mit 15 Dollar rein. Peanuts. Are you even trying, bitches? Ich glaube, ich gewinne sogar den ersten Jackpot. Wir haben eine 53%ige Chance. Noch 10 Sekunden, dann wissen wir, ob ich meinen ersten Jackpot im Case Opener öffne. Der Case-Clicker-Alternative mit so gar nicht viel Alternativen. Ich vermisse so ein bisschen die ganzen Souvenire. Es rollt. Come on. Mein Happy Face ist da. Und. Yes. Erster Jackpot, erste Folge. Booyah. Und die kriegen als Belohnung erstmal die Werbung. Das ist super. Und wo ist unser Knife? Wir kriegen gleich eine Point Disarray, Golden Coil, Fade 8, Revolver, Asimov. Holy shit, wie lange habe ich Case-Clicker gespielt, um diese Items zu bekommen? Und hey, jetzt habe ich die. Da es so schön war, machen wir das Ganze nochmal, oder? 68% Chance. Bei Case-Clicker hätte ich Angst gehabt, ehrlich gesagt. Hier bin ich zuversichtlich. Ich glaube, der kann hier besser Mathematik machen als in Case-Clicker. Besser als ich, aber das ist auch nicht schwierig. Okay, jetzt werden wir es wissen. Stopp. Oh, das sieht gut aus. Das sieht herrlich aus. Das ist die beste Jackpot-Folge, die ich je gemacht habe. Lass mal noch einen Mystery Case aufmachen. Den habe ich ja noch, ne? Vielleicht kriegen wir da noch ein 100-Dollar-Item und dann können wir Jackpot sowas von durchziehen. Nein, aber es ist die hässliche Hazard, ja. Oh, das wird heavy. Ich glaube, mit jedem neuen Jackpot wird es schlimmer. Okay. Oh, 50% ist schon nicht ohne. Okay, das wird ein spannender Jackpot. Warum sind da 26 von 25 Items drin? Ich dachte, ich bin scheiße in Mathe, aber das ist definitiv zu viel. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird das entscheiden, ob ich dieses Spiel weiterspiele oder nicht. Wir haben einmal Stan, wir haben ein komisches Gesicht und eine Axt. It's a trap. Und das ist das komische Gesicht. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich mache immer wieder All-In. Ich werde auch gelacht, wenn ich nicht hier ein paar Jackpots gewinne. Nur das erste Knife ist drinne. Einer ist mit einem Knife reingegangen. Meine Chance ist miserabel geworden, seitdem ich meine teuren Items verloren habe. Das Spiel ist scheiße. Come on. Ich muss Glück haben. Ich will dieses Knife haben. Das erste Knife. Aufschlitzer.
Na gut, wenigstens ist der Typ mit dem Knife hat versagt und der eine mit 12% hat gewonnen. Okay, was soll man dazu sagen? Es ist nett, es ist eine nette Alternative, grafisch auf jeden Fall besser, aber es fehlt sehr viel Gameplay, sehr viele Souvenire, überhaupt keine Kapseln, keine Sticker oder sowas. Man kann einfach jedes KSO öffnen, ohne Geld zu sammeln, ohne gar nichts. Das kann vielleicht einigen Spaß machen, weil das Geldsammeln ist schon sehr eintönig und es nervt nach einer Zeit auch gewaltig. Deswegen einfach Cases aufmachen, zack, 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 aber... Ja, gut. Und der Jackpot ist bis 7500 begrenzt. Und wir kriegen unsere Jaguar. Erste Folge Jaguar. Bam. Bam, bam. Da kam sogar epischer Sound raus. Aber es gibt keine Upgrades, die man kaufen kann, um sich einfach zu verbessern. Und alles, ja, so ein bisschen fehlt noch was, würde ich sagen. Aber dass die Preise in Euro angezeigt werden, das ist super. Das finde ich geil. Weil die Dollarpreise nerven auch schon ein bisschen bei Steam. Aber hey, das ist noch das geringste Übel. Ja, ich würde mal sagen, eine epische Folge Case-Klicker. Oder Case-Opener in diesem Fall. Wir haben Jackpot gewonnen, wir haben roten Items gewonnen. Wir hatten richtig viel. Ich habe alles vergeben. Aber wir kommen natürlich zu Case-Klicker zurück. Ich glaube, das macht den Leuten mehr Spaß. Falls ihr mehr Alternativen von Case-Klicker sehen wollt, es gibt ja noch so ein paar andere, sagt mir mal Bescheid. Ich zock vielleicht noch ein, zweimal an ein paar andere. Ansonsten drückt den Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Folgt mir auf Facebook und Twitter, wenn ihr immer auf dem Neuesten sein wollt und mit mir interagieren wollt. Und gebt mir Flosse, Flop.